was los hier in Aue. Herzlich willkommen, Leute, hier. Zweites offizielles Spiel in der Saison nach dem DFL Super Cup, der ja super gelaufen ist, wo wir gegen Bayern München das Finale gewinnen konnten. Beziehungsweise Finale ist schön gesagt, ist ja eh nur ein Spiel. Heute sind wir also in Aue hier zu Gast. Das ist Sturridge, der geht jetzt mal gleich aufs Tor, schießt an die Latte. Wow, da geht es ja richtig super los hier. Oh, sehr unsortiert, Ball kommt nochmal zum Engländer. Jetzt macht er ihn. Ganz, ganz, ganz katastrophaler Fehler da hinten. Daniel Sturridge, der Mann vom FC Chelsea gekommen. Für 1,5 Millionen mit Champions League Erfahrung. Der wird, glaube ich, ganz wichtig werden noch in der Saison hier. Stadion mucksmäuschen still. Ja, sechste Minute. Erster FC Nürnberg, der Vizemeister. Setzt hier gleich mal ein Ausrufezeichen. Eine Personalie habe ich noch geändert, kurz vorher. Die seht sie gleich hinter dem Tor. Oh, jetzt geht Sturridge wieder durch. Mendel kommt raus, hat den Ball. Ja, bei uns steht nicht Schäfer im Tor. Ich habe mich dazu entschieden, ja, zumindest für den Anfang jetzt der Pokalspiele. Ich hoffe nicht, dass es ja nur eins wird, hier das eine hier. Sondern, dass wir natürlich weiterkommen. Jetzt wird es hier gepfiffen. Das war ein bisschen unübersichtlich. Ja, ich wollte gerne den Rakowski spielen lassen im Pokal am Anfang. Den müssen wir ja wieder ein bisschen aufbauen, den armen Kerl. Nach seinem Katastrophenjahr da in Zürich bei den Grasshoppers, wo er wirklich keine einzige Minute gespielt hat, nicht mal im Freundschaftsspiel. Kiyotake versucht da Esswein zu finden, schafft es auch. Kiyotake! Pfosten! Eieiei, schon ein Tor, zweimal Aluminium hier schon in den ersten 15, 16 Minuten. So musst du hier anfangen. Wenn du hier wirklich ein Ausrufezeichen setzen willst, das ist Kotscher. Ball kommt nicht an. Die versuchen immer lang zu spielen, vorne auf König. Das war ja der mit den meisten Toren. Ich denke mal, die zweite Liga hat schon ein bisschen früher angefangen. Der Ball läuft jetzt hier sehr gut, bis auf, dass ihm hier jetzt der Mike Franz wegspringt. Sehr langer Ball, da kam er selbst nicht hin, wenn er Jamaikaner wäre. Ja, die Fans sind jetzt wieder ein bisschen mehr dabei. Einwurf jetzt hier, die ist gefährlich, die Situation. Ja, regeln unsere Jungs aber wirklich super. Das ist wieder Esswein, der muss jetzt abspielen, macht er auch. Kiyotake, lang vorne, kommt nicht an. Also die haben sehr viel Raum hinten offen, die Auer. Die gehen jetzt wahrscheinlich schon sehr nach vorne. Das ist Kotscher, da muss Westergaard jetzt aufpassen. Bloß kein dummes Foul jetzt hier riskieren. Das dumme Foul macht jetzt hier Chandler, holt sich hier gelb ab. Ich weiß auch nicht, ob man für das erste Foul hier im Spiel sofort gelb geben muss. Ja, das sieht ein bisschen blöd aus, stellt da seinen Körper rein. Er fällt natürlich auch sehr gerne in der Situation. Freistoß für Aue, sehr gefährlich. 29. Minute. Ball kommt hoch. Rakowski mit beiden Fäusten. Gelett aber nicht weit genug. Mike Franz erledigt den Rest. Ja, solche Spiele sind natürlich Pokalspiele, erste Runde. Sind immer sehr heikel. Der wäre es mal ganz schön, wenn du dann mal klar führen würdest. Franz jetzt hier wieder ein bisschen unaufmerksam. Westergaard bügelt aus, wird jetzt hier gefault. Aue wird jetzt auf jeden Fall hier bissiger. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Westergaard, der sieht da hinten aus wie ein Marsmensch mit seiner Größe. 1,99 lang, der Kerl. Wieder Aue mit dem langen Ball. Kotscher. Sehr schön gehalten hier. Rakowski, klasse ist er da unten in der Ecke. Langer Ball, Esswein auf Sturridge, der spielt raus. Aber Mike Franz ist irgendwie so drantütig. Ball kommt wieder zu Sturridge. Esswein versucht es lang, aber da kommt dann natürlich der Franz nie und nimmer dran. Abstoß, Aue. Ja, der Alex Esswein nicht dicht genug am Mann jetzt. Wieder langer Ball, Westergaard klärt. Ja, das ist natürlich eine Aufgabe, ne? Wenn du als Stürmer gegen Westergaard im Kopfballduell bestehen musst. Jetzt muss er gelb geben, macht er nicht. Foul am Torschützen hier von Jan Hochscheid. Chandler diskutiert da. Bei ihm habe ich noch gar nicht die Tackling-Prozentzahl runtergestellt. Das sollte ich vielleicht mal machen. Nicht, dass er uns jetzt hier gleich fehlt. Das ist alles ein bisschen unkonsequent jetzt gerade. Pinola versucht es wieder lang. Also wir müssten das vielleicht mal ein bisschen ruhiger spielen einfach. Vor allen Dingen, wenn du führst.
Ja, das ist erstmal Halbzeit, dann habe ich ja Zeit, es gleich umzustellen. Ja, wir haben sofort in der 6. Minute hier schnell die Führung geschossen. Ja, danach war aber nicht mehr so viel. Bei Sturridge, da müssen wir auf jeden Fall nachher gucken, dass wir den auswechseln. Der ist ja jetzt schon frischemäßig sehr weit unten. Konzentriert euch, wir sind in der nächsten Runde. So machen wir das. Loben Rakowski. Der ist jetzt mittlerweile schon wieder bei einer 69. Motivieren, Tim Klose. Dann noch Markus Vollner. Ich denke, Kiyotake Franz müssen wir auch motivieren. Der war ja auch nicht so top drauf gewesen. Massagen, ich denke mal. Ne, die will ich nicht verschwenden. Er wird ja gleich eh ausgewechselt. Deswegen lieber oben in der Abwehr. So, Taktik. Wir spielen das eigentlich schon sehr vorsichtig. Ich würde mal hier ein bisschen runtergehen. Dass wir das wirklich versuchen, jetzt kurz zu spielen hier. Können wir mal bis zur Grundlinie gehen und die Dinger dann flach flanken. Noch flacher als eh schon angedacht. Ja. So machen wir das. Stellen die Abwehr mal ein bisschen weiter vor. Müssen uns ja nicht hier von einem Drittligisten, die sind ja leider abgestiegen, die Auer, nicht so da reindrücken lassen hinten. So, weiter geht's. Fans sind auch sofort wieder da. Ich hoffe, dass meine Mannschaft sich das jetzt hier zu Herzen nimmt. Und die Bälle mal ein bisschen flacher und tiefer und ruhiger spielt. Ja, Esswein hat andere Pläne. Das ist Paulus auf Hochscheid. Kiyotake sehr schön dazwischen. Langer Ball. Wenn der ankommt, wird's gefährlich. Er kommt sogar, glaube ich, noch dran. Kommt er? Eckball. Sah gar nicht so gefährlich aus. Wo ich gerade Schändler sehe. Ich muss das immer noch umstellen. Ecke von Kiyotake. Die hat eine sehr schöne Flugkurve. Esswein versucht, das Ding da direkt zu nehmen. Klappt nicht ganz. Da vorne sehen wir Westergaard, der natürlich zwangsläufig mit nach vorne kommt. Bei Standardsituationen. Fehlt natürlich jetzt hinten. Simmons versucht hinzukommen. Grätsch. Klappt nicht ganz. Kommt er dahin. König. Lässt sich überlaufen. Flanke kommt. Klose. Der ist nicht weit genug. Franz muss aufpassen. Langer Ball nach vorne. So, gerade können sie es noch klären. 55 Minuten vorbei. Oh, Fehlpass, Esswein. Sehr schön gespielt, links raus. Mike Franz jetzt. Der geht. Versucht jetzt abzuspielen, hat den Ball wieder. Man muss er selber machen. Macht er an den Pfosten, Esswein, Esswein. Oh, was war das? Das war doch, glaube ich, eine müsste Ecke geben. Das sieht ja sehr interessant aus. Nee, ganz und gar nicht. So, ich denke mal, Stunde vorbei. Er hat zwar eine Form von 15, aber ich denke, ich werfe jetzt vorne. Oder soll ich Polter? Ich glaube, Polter kommt, weil es Pokal ist. Der hat eine gute Form. Chandler, da könnte Vollner spielen. Dann könnte ich Cohen reinwerfen. Ich denke mal, so machen wir das mal. Chandler, das war natürlich sehr doof, dass das da wirklich schon so früh passiert ist. Aber wir haben ja jetzt wirklich in der Saison so viele Spiele vor der Nase. Habe ich auch schon gesagt in den Kommentaren. Also jeder wird hier seine Chancen bekommen. Ob das jetzt Julian Wiesmeier ist, selbst Robert Mack wird seine Einsätze bekommen. Und natürlich auch Cohen, Plattenhardt, Sabitzer sicherlich. Was wir jetzt hier spielen, gefällt mir gar nicht mehr. Hochscheid wird jetzt hier gefoult, es gibt die nächste Karte. Kiyotake war das. Ja, wenn schon keiner hingeht, dann muss er das machen. Es sind immer schwer, diese Spiele. Wir sehen es auch hier wieder. Also erste Runde Pokal ist, es sieht zwar mal so leicht aus, aber wenn wir uns mal an letzte Saison erinnern, da haben wir ja auch gegen Trier zuerst gespielt, sehr schwer getan, dann gegen Red Bull Leipzig. Das war ja sogar eine Verlängerung dann entschieden worden. Freistoß jetzt für Aue. Das wäre gefährlich gewesen. Ich weiß nicht, hat er das gesehen? Der Rakowski hat er wahrscheinlich gesehen, dass das Ding daneben geht. Wir müssen jetzt mal ein bisschen ruhiger spielen hier. Rapinola lässt sich den Ball wieder wegnehmen. Westergaard hat aber keine Probleme, den Ball da aufzunehmen. Mike Franz spielt sofort weiter. Das ist jetzt Sebastian Polter da vorne. Wieder raus auf Franz. Der versucht zu dribbeln, scheitert. Schröder mit dem langen Ball. Cohen, sehr schön gemacht. Das ist Kiyotake. Polter kommt an den Ball. Sehr schön gedreht. Jetzt muss er schießen. Aber wohin schießt er denn da? Also Zielwasser habe ich den Jungs noch keins gegeben. Oben sehen wir gerade Hoffenheim. Schießt jetzt hier den... Ist jetzt hier in Führung gegangen. In Münster. Oh, Fehlpass. Da kommt Esswein hin. Der ist schnell. Der ist sehr schnell. Versucht abzuspielen. Nochmal Esswein.
Polter, und der krätscht wieder dazwischen. Klasse Einsatz hier vom Auer Verteidiger. Zweimal klärt er da in höchster Not. Wechselt jetzt nochmal hier Aue. Ich werde mir den letzten aufsparen. Halil Safran für Ronny König. Den haben wir weitgehend abgemeldet. Westergaard mit dem 2:0. War das erst? War er gar nicht, war Polter. Ich habe nur gedacht, irgendwas Großes mit hellen Haaren vorne bei den Standards. Ja, Sebastian Polter, sehr schön. Der Joker sticht. Ecke war ein bisschen vom Tor weggezogen. Polter springt hoch, legt ihn sich vor und hat dann gerade noch so viel Zeit, um das Ding dann in die Mitte des Tors einzuschieben. Das war vielleicht auch ein bisschen Torwartfehler, aber wer weiß, ob er den Ball gesehen hat so schnell. Da war ja ein bisschen viel Verkehr vor ihm. Mal schauen, was ich noch machen kann. Kiyotake mit der gelben Karte. Ich würde gerne Sabitzer noch ins Spiel bringen. Wer kann denn da in der Mitte spielen? Kann mal kurz schauen. Ja, Mike Franz könnte da in die Mitte gehen. Dann könnte Eswein rüber. Und dann könnten wir Marcel Sabitzer auf der rechten Seite einsetzen. So machen wir das auch. So, das ist Kotscha wieder. Da vorne ist Safran. Jetzt wird es nochmal gefährlich, wenn der Ball reingeht. Schießt zum Glück neben das Tor. Rakowski muss da nichts machen. Da ist er, der letzte Wechsel. Ich hatte gesagt, vorher wollte ich mir den aufsparen, weil es halt 1-0 stand. Und wenn die ein Tor schießen, geht es in die Verlängerung, dann hätte ich den gerne noch gehabt, um dann zu reagieren, je nachdem, wer von der Frische dann sehr weit unten ist. Aber jetzt führen wir hier 2-0. Ich hoffe mal, dass wir das klar jetzt runterspielen können. Ruppiges Foul jetzt hier von Aue. Das gibt die rote Karte. Das muss jetzt nicht sein. Ist das der Eingewechselte? Ja. Halil Safran. Ich denke mal, der müsste ungefähr 4-5 Minuten jetzt hier auf dem Platz sein. Das ist natürlich ganz, ganz bitter. Oben sehen wir Leipzig gegen Düsseldorf. William Barbio, 81. Minute, schießt er den Ausgleich. Unser Ausgeliehener, aus Brasilien gekommen. Haben wir dann zu unserem Kooperationspartner geschickt. Polter nochmal und was für ein schönes Ding. Klasse, dass der Junge geblieben ist. Also er hat so viel Qualität, der ist noch so jung. Für 3,7 Millionen haben wir den von Wolfsburg abgelöst. Nach seinem Leihjahr und dann natürlich ganz, ganz cool da unten in die rechte Ecke eingeschweißt, das Ding. Einmal Sturridge, der hat uns ganz früh schon in Führung geschossen. Und jetzt ganz gegen Ende haben wir das Spiel hier klar unter Kontrolle. Dann Polter wird jetzt auch nochmal gefoult, gibt auch nochmal eine Karte. Gelb jetzt für Schröder. Oliver Schröder, der hat glaube ich auch schon Bundesliga gespielt. Ja, das muss nicht sein. Also jetzt gehen sie hier auf die Knochen. Also liegen 3-0 hinten, da muss man hier nicht so gegen den doppelten Torschützen hier agieren, gegen Polter. Das ist dann ein bisschen, ja, blöd gelaufen. Almog Cohen stellt sich jetzt hier bereit. Flankt weit raus. Jetzt nochmal auf Eswein. Der will flanken. War aber eher suboptimal, das Ding. Kotscha ist natürlich jetzt ganz alleine da vorne. Nachdem sein Sturmpartner da weg ist durch die Rote. Cohen lässt ihn laufen. Setzt jetzt nach. Drängt ihn ab. Sehr schön gemacht. Nochmal von links. Vollner nicht flanken lassen. Oh, oh, oh. Wir klären mit allerhöchster Mühe. Klingbeil, der Ex-Hamburger, nach vorne. Kotscha, sehr schön gehalten von Patrick Rakowski. Nochmal, Cohen klärt. Jetzt geht es nochmal los. Sabitzer, spiel nochmal nach vorne. Sehr schön. Ah, kommt nicht an, klapp. Ja, aber das ist zu Ende. War nochmal ein bisschen aufregend jetzt am Ende. Wir haben die weiße Weste behalten. Das heißt, es gibt wieder schöne zu Null Prämien für die Jungs. Jedenfalls für diejenigen, die die Klauseln drin haben. Ich weiß nicht, wie viele. Ja, da können wir uns ein bisschen feiern lassen. Haben das jetzt doch am Ende dann ganz souverän runtergespielt. Auch wenn ich sagen muss, dass ich doch, als es nur 1-0 stand, doch ein bisschen Kopfzerbrechen hatte. So von wegen, es war immer noch möglich, dass die den Ausgleich machen und dann weißt du ja, wie schnell du da ausscheiden kannst. Alles klar, Leute. Wir sehen uns gleich im Nachbericht. Ich bin gespannt, welche Top-Mannschaft hier gescheitert sein könnte. Schauen wir uns das mal an, wie auch die Red Bull Leipziger noch gespielt haben nach dem Ausgleich vorhin. Bis gleich.